Ein Tag im Leben eines Medizinstudenten im praktischen Jahr. Kurz nach 7 geht's raus aus dem Haus in Richtung U-Bahn-Station. Von der U-Bahn-Station geht's dann ab in die Klinik. In der Klinik wird erstmal das weiße Dress angezogen. Anschließend geht's auf die Station. Dann wird erstmal am PC angemeldet und die Mails gecheckt. Anschließend geht's dann ab in die Morgenbesprechung. Da wird alles besprochen, was eben wichtig ist. Dann werden noch ein paar wichtige Telefonate geführt. Dann nehme ich Patienten auf und untersuche ich Patienten. Dann schreibe ich noch die Arztbriefe von den Patienten, die ich aufgenommen hatte. Ich mache aktuell mein Tertial übrigens in der Inneren Medizin in Wien mit Schwerpunkt Rheumatologie. Anschließend ist Feierabend und es geht nach Hause. Da geht es zu Hause weiter mit der Arbeit mit Sternzeichen Arzt, der besten TMS-Nachhilfe, die es gibt. Da werden erstmal individuelle Lernpläne erstellt für den TMS. Anschließend geht es am Abend dann noch ins Gym. Da werden die Muskeln dann nochmal ordentlich beansprucht und dann geht es auch schon wieder ins Bett. Morgen beginnt wieder der Dienst.